Gestern Abend, da trat in Heidelberg eine legendäre Figur auf, Timothy Leary. Ein Mann, der bis heute noch weder nach England noch in die Schweiz einreisen darf. Der Grund dafür, in den 70er Jahren, da hat Timothy Leary zum Drogenkonsum aufgerufen, er hat die Wirkung von Drogen gepriesen. Fortan galt er als der Drogenpapst überhaupt und auch als einer der Väter der Psychedelic-Bewegung, eine Richtung, die Bewusstseinserweiterung sucht und sie in der Musik, der bildenden Kunst und im Alltagsleben zu verwirklichen sucht, zum Beispiel durch die Einnahme von Drogen. Soweit zu Leary und den 70ern. Heute, fast ein Vierteljahrhundert später, ist Leary selber in den 70ern und er geht immer noch auf einen Trip und hat immer noch seine Gefolgschaft. Was sich geändert hat, heute benutzt er keine Medikamente, Drogen, sondern stattdessen die Elektronik, den Computer. Kybernauten, so nennt man all die, die mit Hilfe eines Computers auf einen Trip gehen. Was genau sich dahinter verbirgt, das schildert Ihnen jetzt Harold Wötzel im folgenden Film. Aufbruch in eine neue, eine mögliche Welt mit dem Datenhandschuh. Virtual Reality heißt die vom Rechner erzeugte dreidimensionale Wirklichkeit, in die der Kybernaut direkt eintauchen kann. Der Mensch als ein Stück faszinierender Software, der sich im Computer bewegt. Bislang muss man sich noch mühsam über Tasten oder die sogenannte Maus an die Bildschirmoberfläche herantippen, um solche einfachen Effekte zu bekommen. Doch in Zukunft wird diese letzte Grenze, die Schnittstelle zwischen Computer und Benutzer, überflüssig sein für den Einstieg in die perfekt simulierte Datenwelt. Die Cyberspace-Ausrüstung macht's möglich. Ein sensorbestückter Datenhandschuh und eine Spezialbrille sorgen für eine Videorealität, die sich so bewegt wie man selbst. Die NASA, wer sonst, war Pionier der neuen Bewegung. Von der Erde aus kann der Mensch den Roboter bedienen, so als ob er selbst dort wäre, nur viel sicherer. Und auch Cyberspace hat seine Propheten, ausgerechnet Timothy Leary, Verführer der Jugend, wie man ihn nannte. Psychedelic means mind expanding. Psychedelic, sagt er, heißt ja nur Entwicklung und Öffnung des Bewusstseins, Erforschung innerer Welten. Kybernetik nun sei nichts anderes als die Übermittlung all der wunderbaren Visionen und Träume unseres Gehirns an andere. So ist der Wechsel vom Psychedelic zur Kybernetik für Leary ganz folgerichtig. Nein, sagt Leary, verändert habe er sich überhaupt nicht. Noch immer sei er nur an einem interessiert, an der Stärkung der Individualität. Daran, dass man eigenständig denkt und mit anderen kommuniziert. Das können wir mit Drogen erreichen oder mit Worten. Aber jetzt haben wir doch die Elektronik. Und das sei der beste Weg, weil es keine Grenzen von Raum und Zeit, Nation und Klasse mehr gibt. Digitale Bewusstseinserweiterung auch durch diese Kästchen, die als Mindmachines, Gehirnmaschinen, auf dem Markt sind. Kunden aus Leningrad interessieren sich dafür, im Büro der Heidelberger Firma BrainTech, auf gut Deutsch Technologie fürs Gehirn. Rhythmische Blitze hinter der Brille und Geräuscheffekte ins Ohr. Tiefenentspannung in Minutenschnelle. BrainTech war die erste europäische Firma, die sich mit den neuen Möglichkeiten von Bewusstseinstechnologie beschäftigt hat. Und was sie macht, ist im Grunde so eine Brücke schlagen. Eine Brücke vom medizinischen Aspekt zum psychologischen Aspekt und dem, was ich mit mir selbst pragmatisch anfangen kann. Also es ist weder Weltanschauung noch Kampf. Instant-Meditation für den Yappi nur noch an sich interessiert oder vielleicht doch mehr? Es ist in erster Linie die Entdeckung für sich selber. Das hat natürlich auch soziale Auswirkungen, weil jemand, der mehr Distanz zu Sachen hat, jemand, der mehr Ruhe hat, auch ganz anders in der persönlichen Interaktion ist. BrainTech nutzt das Bedürfnis nach immer schnelleren Technologien für das Gehirn. Kurzzeittherapie im Zeitalter der Videoclips. Und was die Mindmachines für Entspannung und Bewusstseinserweiterung angeblich leisten, das ist bei Cyberspace sogar kinderleicht. Alice im Computerwunderland. Marsha McLuhan said it. The medium is the message. But it's not the medium is the message. Jemand sagte mal, das Medium sei die Botschaft, aber das stimmt nicht mehr.
Das Medium ist die Realität geworden. Wir schaffen sie gemeinsam und können so unsere Freiheit verteidigen. In 10 Jahren wird es dem ärmsten Kind möglich sein, nur mit einem Klopfen des Datenhandschuhs mit dir zu kommunizieren und eine andere Welt zu bauen. Learys neue Droge heißt Technik. Doch die Freiheit des Menschen, auch die, sich selbst zu zerstören, ist ihm noch immer das Wichtigste. Sein grundlegendes Prinzip der Freiheit sei, dass jeder Erwachsene Geist und Gehirn verändern darf, mit welchen chemischen Mitteln auch immer. Was man privat bei sich zu Hause tut, mit seinem Körper und seinem Geist, um besser kommunizieren zu können, geht keinen Priester, keinen Politiker, keinen Polizisten etwas an. Verführer der Jugend oder nicht, echte Computerfreaks brauchen keine Drogen, wie Leary sie noch heute predigt. Sie warten auf Cyberspace, um wirklich mal zu probieren, wie das so ist mit einer Meeresjungfrau.